Hallo und grüßt euch. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid bei Let's Play Ni No Kuni 2 Teil 5. Wir waren in der letzten Episode hier in diesen Windschlangenklippen, heißt das, glaube ich. Und ich bin nochmal zurückgegangen, um diese grandiosen Vorbestellerbonuswaffen zu holen. Die habe ich hauptsächlich Evan ausgerüstet. Ich kann sie euch ja mal ganz kurz zeigen. Das ist natürlich der falsche Knopf, wie immer. Oh. Ausrüstung. Also, das ist einmal die Smaragdklinge, das Cutting Edge und der Jagddegen. Ich kann den Ni No Kuni 2 nicht lesen, ich weiß nicht, was los ist. Und Roland hat von mir bekommen die Feenglorie. Und rein theoretisch gesehen könnten wir ihm auch hier das andere Ding geben. Die Piratenmachete, ne? Aber die hat nur 35 und sein jetziges Teil hat ja ein bisschen mehr. Wie viel hat es jetzt? 38. Ja, können wir ihm sogar das müde Erntemesser geben, weil das ist sogar noch ein Punkt besser. Ja, die haben alle unten links Effekte, die kann man eigentlich sehen, wenn ich da mein Face mal ausblenden würde. Das im Übrigen auf Wunsch etwas größer ist, weil ihr meintet, das wäre ja zu klein gewesen. Ich dachte halt immer, okay, gut, so wenig Platz wie möglich wegnehmen, aber okay, dann eben größer und weiter geht's hier. Hier. Die Waffen gehen auf jeden Fall übelst ab, wie ich finde. Oh, hallo? Lässt sich mal treffen. Huhu. Oh, der zaubert irgendwas. Puh. Gewonnen. Huhu. Ich muss mal überlegen, ob ich sonst mein Face irgendwo anders einblenden lasse. Aber erstmal gucken wir hier. Mein Gesicht, stimmt ja, ich wurde ja hier, weil ich in Anglizismen gesprochen habe und so, ne? Ich habe aber mal geguckt, die Kamera kann man nicht anders einstellen, das ist ein bisschen schade, weil, ist ein bisschen laut, weil, ich finde, die bewegt sich viel zu schnell. Aber es war im Übrigen Eck, bevor ich rausgefunden habe, wie ich an die Vorbesteller-Boni komme. Ich bin froh, dass ich es letzten Endes doch rausgekriegt habe. Ich muss gestehen, ich musste bei Bandai Namco anrufen und nachfragen, wie die ganze Sache funktioniert. Aber endlich habe ich die Schwerter dann auch gekriegt. So. Gehen wir mal weiter in die Richtung hier und gucken mal, was hier so los ist. Erstmal gucke ich nach da oben, würde ich sagen. Schaffe ich. Ah, oh, das ist kalt. Ah, oh, jetzt stell dich nicht so an wie eine Memme. Aber da unten gibt's Zeug, ne? I do my best. Batz. Oh, gleich beide mit einem Schlag über die Wupper geschickt. Ja, kommt, macht ihr mal irgendwas. Oh, heiliges Hölzchen bekommen. Au. Oh. So, das waren unsere verbündeten Gnuffis, ne, die da geschossen haben. Huhu. So, jetzt sind alle Waffen auf 100%. Das heißt, ich kann jetzt dreimal hintereinander einen Spezialmove machen, oder was? Ah, fruchtiger Tee. Okay, gut. Wir machen das mal kurz anders. Szene bearbeiten. Nehmen den Typen, schieb ihn nach da. Und Szene speichern. Ahaha. So, jetzt können wir auch lesen, was unten links abgeht. Ich kann zwar nur nicht mehr sehen, welche Knuffis ich unten rechts habe, aber who cares? Who cares? So. Da hoch. Nein. So, mal sehen, ob er nochmal meckert. It's cold. Nein, diesmal hat er es genommen wie ein Mann. Ach Mist, jetzt sehe ich nicht die Spezialangriffe, ne? Au. Alter, 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 Alter. Du komischer Typ. Stimmt ja, wenn man die Waffen wechselt, wenn die anderen 100% haben, haben die ja auch wieder einen Spezialangriff bereit. Oh.
Gut, dass die Knuffis heilen. Danke, Knuffis. Also bisher gefällt mir das Katana auf jeden Fall am besten vom Optischen. Und danach kommt hier der Degen. Das Feenschwert, was hier der Typ bekommen hat, der Roland, finde ich, sieht auch ganz nett aus. Und die Piratenkleve, naja, ich mag Piraten nicht. Insofern hat sich das mit der Kleve schon erledigt. Kann man da drauf langlaufen? Nein. Ich dachte, es ist vielleicht ein Geheimgang, aber... Boah, diese Kamera, ne? Viel zu wild. Dich nehmen wir als erstes, Fliegemann. Da ist so ein Typ dabei, der rennt. Feuriges Erntemesser. Nanometer, also mit Waffen wird mir auf jeden Fall zugespammt, habe ich das Gefühl. Also ich will mich ja nicht beklagen, ne? Nicht, dass es ganz selten ist, dass man Waffen kriegt und ich habe hier eine ultra harte Glückssträhne. Aber, ausweichen wir hier. Ausgespielt, mein Freund. Oh, der Roland. Was der da macht, ne? Vor allen Dingen, wie macht er das mit seiner Pistole oder was? Falscher Knopf. Zelda Breath of the Wild lässt grüßen. Habe ich auch immer auf den falschen Pausenknopf gedrückt. Feuriges Eisenschwert. Müdes Erntemesser. Verwirrendes Erntemesser. Nö. Das mit den Feuerschwertern. Feuriges Entermesser. Stimmt nicht, Erntemesser. Oh mein Gott! Ich komme mir selbst so dumm vor, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich verlese. Ich habe mich an anderen Let's Plays auch erlebt. Des Deutschen bin ich mächtig und lesen kann ich auch gut, aber irgendwie versage ich hier in Ni No Kuni. Hoffentlich zieht sich das nicht durchs ganze Gameplay. Es liegt da wahrscheinlich an dieser schnellen Kamera. Was ist das für ein Stein? Egal, was für ein Stein ist, erstmal auf die Fresse hauen. Aus dem Obelisken ertönt eine Stimme. Heute bitte ich, morgen schick dich, übermorgen ein Geschenk ich erwarte. Bring mir dieses, na, du weißt schon, es ist so unglaublich knusprig, wenn man reinbeißt. Okay, geben wir mal. Mal sehen, ob es richtig oder falsch ist. Du opferst den Obelisken eine Magiadamia. Genau, du hast erraten. Ich musste gar nichts erraten, das war da schon. Roffel, du hast Leu gesagt, ne? Aus dem Obelisken ist ein Knuffi erschienen. Laubnuff, der Bunte, hat sich deinen Knuffis angeschlossen. Na endlich. Trophäe erhalten. Cool Tourist. Ja, heil uns mal. Lalalala. Irgendeine Katze macht da hinten Krach. Hoffentlich hört man das hier nicht. Ha, eine Truhe. Hallo. Oh, sieht aus wie ein Ring. Nee, Töpfchenaroma. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es klingt so ein bisschen ein Töpfchenaroma, ne? Ein Aroma kann ja nicht nur was Positives sein. Wenn jemand eine schreckliche Aromanote hat, heißt das auch auf Deutsch, er stinkt. Ja, da ist noch eine Truhe. Ah, das habe ich von da unten gar nicht gesehen. Du hältst ein Dreiblätterkraut. Wow. Wirklich sagenhaft, das Dreiblätterkraut. So, bevor da unten neue Gegner nachspawnen, laufen wir mal hier lang. Tülütü. Und runter. Hallo! Runter, habe ich gesagt. Hallo? Wohnt hier jemand? Was ist das für ein Geräusch? This doesn't look good. Wer sind die denn? Ah, Piraten. Man hat uns gewarnt.
ihr Typen wagt es euch einfach so in unser... Ihr Typen wagt euch einfach so in unser Revier? Ihr habt wohl noch nie was von Zoran, dem Luftpiraten gehört. Das tut uns leid, wir sind nicht von hier. Excuse me. Aber wir müssen unbedingt hier durch. Ach ja, gebt's doch zu, ihr seid bloß hier, um unser Versteck auszuspähen. Es hilft nichts, wir müssen euch leider töten. Da hast du verdammt recht. Laut dem Gesetz der Luftpiraten steht auf Eindringen in fremden Luftraum die Todesstrafe. Wartet, wie sollen wir denn bitte in euren Luftraum eingedrungen sein? Wir fliegen ja nicht einmal. Ist uns doch Schnuppe. Murksen wir sie ab. It was nice to make your acquaintance. Ach, das ist das Mädel hier. Mistress Tani! What are you doing? Eine Frau! Taking the law into your own hands, eh? The boss will love that. Habt ihr etwa vor, hinterm Rücken vom Boss die großen Macker zu spielen? You were all set to play judge, jury and executioner. Then drag their bodies back to claim the reward, weren't you? Go on, I dare you to deny... Well now, I never, that is, we... I thought as much, but what happens to them isn't your decision. It's Batu's. Now take them back to base before I tell him you've forgotten who's in charge. Yes, miss. Die Übersetzung aufs Deutsch ist völlig scheiße. We'll wait for an opening and run. All right, you two, take this lot back to base. I'm going to scout around a bit more. The Wyverns are on the prowl again. Oh. Don't worry. The boss is a reasonable man. Most of the time. Ich bin Shanti, hat sie gar nicht gesagt. Also es ist zwar nett, dass das da steht, aber sie hat eigentlich nur gesagt, don't worry. Ne? Also keine Sorge, aber nein. He's my dad. What? Wenn wir sie heiraten, sind wir Luftpiratenkönige sozusagen. Versteck der Luftpiraten. Ich hasse Piraten. Nur nicht zu laut sagen hier. Aber nicht nur hier, sondern generell. Hierher. Vielleicht kann ich die Fesseln irgendwie loswerden. Hey, mach keine Dummheiten. So schnell kann keiner lesen, was dieser Zoran wohl für einer ist. Das Mädchen von Fan meint, er ist einer, der es mit sich reden lässt. Hoffen, keine Ahnung. Gut, dass ich im Video nochmal alles nachgucken kann. Das ist also das Versteck der Luftpiraten. Ich hatte es mir irgendwie bedeutend kleiner vorgestellt. Oi. Benehmt euch hier bloß anständig, sonst dürft ihr der Welt gleich lebewohl sagen. Okay, alles klar. We won't ask questions. Ich denn nicht schneller laufen mit diesen Handfesseln? Oh. Was sie wohl mit uns vorhaben? Hey. Wir haben nichts Falsches getan, das wissen sie auch. Hallo! Volkartig den Piraten. Und welcher ist nun dieser Zoran? Na, wahrscheinlich der Dicke da, der da umrundet steht. Pirat mit Lebenserfahrung. Sieh einer an. Sind das unsere Wandervögel? Nein. Jupp. Wo ist denn der Boss? Ich muss ihm einen Bericht erstatten. Oi, matey. What? Oi, says I. So. Na, wen haben wir denn da? Ach so, der redet. Na gut, dann halte ich's mal. Well now. Ihr seid also die Gestalten, die durch die Windschlangenklippe spazieren. Hört zu, wir haben einen Grund für das alles. Wir wollen nur zur Stätte der Sonne. Ihr seid in unser Revier eingedrungen. In der Welt der Luftpiraten steht darauf die Todesstrafe. Keine Ausnahmen. Am besten schmeiße ich euch von den Klippen, dann haben wir die Fraskeier
haben die Fraßgeier was zum Futtern. Aber... Hey. Einen Moment, ihr habt hier König Evan, dem König von Katzbuckel, vor euch. Ihr könnt euch sicher denken, was das bedeutet. Mhm. Ha, guter Witz. Ich habe zwar gehört, dass der Prinz von Katzbuckel nach dem Tod seines Vaters den Thron übernommen hat, aber was soll dieser neue König hier wollen? Es gab einen Putsch, seither sind wir auf der Flucht und die führte uns eben durch dieses Gebiet. Was? Sowas habe ich tatsächlich letztens von der Luftvereinigung gehört. Vielleicht sagen sie ja die Wahrheit. Was du nicht sagst. Na, dann ist es doch besser, wenn sie gleich hier sterben. Dann wird Katzbuckel ein besseres Land und die Beziehung zu den Luftpiraten werden sicher auch besser. Oi. Boss, es ist was Schreckliches passiert. Shanti wurde von den Würmern entführt. Sie sagen, wenn dir das Leben deiner Tochter lieb ist, sollen wir unser Versteck verlassen. Snakes alive! Was? Verdammt, diese Feigen. Wenn wir das Versteck verlassen, sind wir den Würmern schutzlos ausgeliefert, Mann. Und sie werden uns allesamt massakrieren. Es hilft nichts, wir bleiben. Ich kann schließlich nicht das Leben aller hier aufs Spiel setzen. Was? Sie wird es verstehen, sie ist schließlich meine Tochter. Oi. Aber Boss, no, listen here. Sei still, es reicht. Excuse me. Warte, wie kannst du sie so einfach aufgeben? Wie bitte? Wenn niemand anderes geht, lasst es mich wenigstens versuchen. Ich kann Shanti helfen. Bitte glaub mir, Zoran oder Zoran. Shanti hat uns geholfen, als wir in Not waren. Jetzt müssen wir ihr helfen. Und was springt für euch dabei heraus? Boss, der will doch bloß abhauen. Wir laufen nicht weg, Ehrenwort. Verdammt, was habt ihr vor? Ihr führt doch was im Schilde. Ich habe mich entschieden, König zu werden. Ich werde ein Königreich erschaffen, in dem alle glücklich sein können. Oh, ich dachte, du wärst ein König. Du bist aus Angst vor dem Tod geflohen und hier gelandet, oder nicht? Diese Welt versinkt in Kriegen. Wenn du irgendwann König wirst, wird Glück sicher das Letzte sein, woran die Leute denken. Dann werde ich... Dann werde ich dem allen ein Ende bereiten. Ich werde als König aller Länder der Welt in Frieden einen. Im Frieden einen. Wie bitte? Willst du etwas sagen? Du wirst sowas wie der König dieser Welt. If that's what it takes, I have to try. And I can't stop trying until everyone is able to live happily ever after. So I can't let it all end here. I just can't. Silence! You were saying, lad? If I can't repay my debt to Tanny, I don't deserve to be king. I don't deserve to live. So kill us if you must. Diese Übersetzung stimmt nicht, ich werde so irre. But at least give us a chance to save her first. And if we do, grant us safe passage to the king's cradle. So that's your game, eh? Yes. All right, Sunshine. You've got yourself a deal. All right. Habt ihr eine Ahnung, wo sie Shanti hingebracht haben könnten? Oi. Westlich von hier befindet sich das Nest der Würm. Sie ist ganz bestimmt dort. Hier im Versteck werden auch Waffen und Medizin verkauft. Deckt euch mit allem Notwendigen ein. Roland, wir müssen uns beeilen. Shanti ist bestimmt in Gefahr. Ja. Ja, und wir sind am Ende der Episode. Ne? Neuer Tagebucheintrag, wundervoll. Schön, dass wir am Leben geblieben sind. Und dass die Luftpiraten uns nicht massakriert haben. So wie die Würmer das mit ihnen tun würden. Ein Würm ist eigentlich...
eine Vorart eines Drachen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was es in Ni No Kuni hier ist. Wir heilen uns hier mal voll und machen dann an der Stelle das nächste Mal weiter. Beziehungsweise ich gucke mal kurz, ob noch irgendwo so ein Speicherpunkt rumfliegt. Nein, ist aber auch nicht schlimm. Wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, am Ende angekommen. Ich hoffe, wie immer, dass es Spaß gemacht hat, zuzugucken, und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in Episode 6 wieder. Macht's gut!